Moin Moin, weiter geht's im Schweinsgalopp mit unserer Let's Play Reihe zum Game Command Conquer Renegade. Wir waren stehen geblieben beim Beenden der dritten Mission Retten und Rächen. Bewaffte Überfall, so rum. Und sind jetzt bei der vierten, explosive Handlungen, bei der wir bei der wir auf einer Insel quasi landen, weil wir von der Crew abgeschossen werden. So. Nette Landung, Mickey. Dachte, deine Freunde würden sich für eine Willkommensparty freuen. Gute Landung, Herr Rock. Wir benötigen Informationen darüber, wo sich die Wissenschaftler aufhalten. Suchen Sie die Nordkommunikationszentrale und fragen Sie die entsprechenden Daten ab. Was für ein Tag. Hier spricht so und so, Captain des GDI-Kanonenschiffs. Alle verfügbaren Einheiten zur Landungszone an der Küste. Der Feind setzt uns heftigen Widerstand entgegen. Ja, heftig Widerstand, also komm, hier, ich habe auch was geschaffen. Jetzt sind wir Ziel, nochmal diese Geschütztürme zu zerstören. Und primär eine Notbasis, eine Notanlage zu finden, infiltrieren, zerstören. Hier ist, wie sieht man hier, lernt man dann auch was kennen, eine erweiterte Form des Nachschubversorgungssystems. Also bislang hieß es ja immer nur, dass die Offiziere das Stärke anfordern konnten. Jetzt ist das, haben wir dieses Teil hier, ein Funk. Der kann betätigt werden und somit kann Verstärkung angefordert werden. Ja, und das muss man natürlich dann auch ausschalten, weil sonst hat man dann hier noch ein paar Probleme. Also, da standen wir einigermaßen sicher jetzt. Müssen wir nur noch da hinten den Turm hochjagen. Dafür haben wir ja schön unser C4 eingesammelt. Der beste Freund des Pioniers. Das ist mal eine. Gute Arbeit, Kommando. Ein gegnerisches Gebäude zerstört. Wir sind entlang der Küste in Bewegung. So, schön mal Nachschub gekriegt. Macht das Leben noch viel mehr Spaß. So. Was mich gerade noch erinnert ist, ich bin gerade in Planung mit einem Kollegen, also viel mehr Kollegen, also mit Small Serial, ist ein Kollege von mir. Spielt auch gerne, macht auch gerne Let's Plays. Mit dem haben wir nämlich in Planung, mit dem habe ich in Planung, dass wir den nächsten Let's Play Together machen. Zwar nicht mit Renegade, aber mit Minecraft. Also da könnt ihr euch dann nochmal auf was gefasst machen. Zudem werden wir noch vielleicht noch einige Videos hochladen, die sich dann befassen mit der mit einigen Zusatzarbeiten oder Zusatzsystemen, wie zum Beispiel einer automatischen Weed Farm mit der Funktions- und Bauweise einer normalen Einzelschuss- oder auch Doppelschusskanone und einigen lustigen Bauwerken wie ein Wolkenpalazzo, ein Flugzeug. Und hast nicht gesehen, Lagerraum und Minen und Stollen und weiß der Teufel. Also da könnt ihr euch ja noch was gefasst machen. Als erstmal bleiben wir jetzt hier bei Renegade. Dem Oldschool Game schlichthin. So, jetzt hier heißt Fragestellung vernichten. Und aber auch müssen wir einige Kommandeure oder immer noch, das sind immer noch Offiziere. Super. Einmal. Oh, scheiße ist okay. Schön Feuerwechsel, mal schön Loop Feuer rein. Boah, Mann. So, also. Oh Mann, ey. Diese Scheißdreckscamper. Du kämpfst immer in jeder Ecke und warte, bis du um die Ecke kommst. Also. Wie gesagt, die KI hatte ich auch schon mal auf dem
Giga, also die habe ich auch schon mal auf die Schippe genommen, oder vielmehr, die würde ich immer nämlich noch lieben, gern lebe ich die ins Fadenkreuz, weil die KI wirklich ziemlich, also für die heutigen Verhältnisse, ziemlich abstinkt. Flarak-Stellung vernichtet. Aber, na gut, damit muss man entweder leben, oder man nutzt sich. So. Gegnerisches Gebäude zerstört. Die Türme zerstören wir auch gleich mal. Was erledigt ist, ist erledigt. Gegnerisches Gebäude zerstört. So, da drüben sind noch einige rumchillen. Genau. Oh, schieß nicht schwer her, Mann. Schwert nicht. Was wollt ihr von mir? Das hasse ich vor allem. Die mit ihrem scheiß Aimbot. Und dann kommst du wieder von hier. Also bitte. Wie soll man dir da noch klar denken, Mann? Bei so einem Kack. So. Erstmal schön Verstärkung antanzen lassen. Ey, jetzt wird's aber voll hier, ey. Mensch. Ey, jetzt kommen sie aber nochmal. Das ist ja nicht mehr schön hier. So ein Vollleben wäre auch nicht schl... Ah, ja. Geil. So, um die Ecke ist jetzt ein geschützter Turm, da muss man aufpassen. Mal Panzerfaust rausholen. So. Einige Probleme weniger. Seh dich. So. Automatikgewehre. Bleibst du hier? So. Hier hinten haben wir noch eine schöne kleine Höhle. Im Multiplayer ist es beim Koop-Leveln, ist es hier der Spawnpoint. Das ist ganz cool. Geht ziemlich böse runter. Und da drüben haben wir wieder einen Chemieoffizier. Und da drüben können wir von oben, können wir da, rein können wir da. Und vor allem unten haben wir den Eingang gesehen, der müsste, glaube ich, verbunden sein. Gerade, dass wir hier von unten reinkommen. Wir können hier auch durchlaufen. Aber hier ist eine 20C. Ne, das ist eine Ding, eine Gatling. Ich denke, da werde ich nicht runterlaufen, weil da machst du dir mehr Damage, als du wieder kriegst. Wäre es gerade einfach gewesen, hätte ich es mir noch überlegt. So, hier haben wir nächstes sekundäres Ziel. Haben wir nämlich so ein Großkalibrig, ne? Richtig Großkalibrig. Haben wir da was? Und das müssen wir auch mal schalten. So. Flakstellung, das machen wir ganz einfach. So. Und nochmal. Wow. Ja, wie soll ich denn die ausschalten? So, geht es so. Ja, von innen, geht es von innen. Auch nicht so von innen. Nicht gut, das ist ja scheiße. Funktioniert ja gar nicht. Ah, ja. Perfekt. SOS! Wir erleiden schwerste Schäden durch die Verteidigungsanlagen und sie waren so frei, gleich die Kanone für uns auszuschalten. Gute so. Arbeit. Wollte Ihnen nicht den ganzen Spaß gönnen. Sind wir das aufgeschaltet, aber im letzten Moment. Oha. Flakstellung auch. Und hier geht's halt dann, wie wir schon gesehen haben, runter. Aber da laufen jetzt nicht runter.
Das ist mir jetzt zu blöd. Was soll denn das? Weil es mir immer noch anzeigt, dass ich die Flakstellung vernichten soll. Aber wir sind beide zerstört. Also ich verstehe es nicht. Ich bin nämlich genau im Ziel. Wie schon gesagt, das Ziel manchmal springt nicht gescheit um. Vielleicht springt es jetzt um, wenn ich einen neuen Auftrag kriege in dem Sinne. Ich hoffe es mal. So, jetzt sehen wir schon ein bisschen die Anlage. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder vorne rein oder hier unten durch, sagen wir mal, den Keller. So, und ich bevorzuge durch den Keller. Deswegen einen Porno-Keller mal wieder. Oh. Geschenke. Das ist schön. Also bei denen steht unten drunter die Namensgebung Soldaten. Aber Soldaten ist doch die Mehrzahl. Warnung, begrenzte Radarstörung geortet. Ja. Jetzt ist es soweit. Offenbar nähern Sie sich jetzt der Kommunikationszentrale. Seien Sie vorsichtig. So, jetzt sind wir hier in der Kommunikationszentrale mit einer Timberium-Raffinerie, einem Kraftwerk und einer Zentrale.